Hallo zusammen. Im letzten Video haben wir die Symmetrie wiederhergestellt. Wir haben gesehen, dass nicht nur Magnetfelder eine Kraft ausüben auf bewegte Ladungen, sondern dass auch bewegte Ladungen selber Magnetfelder erzeugen können. Ja, und jetzt in diesem Video können wir mal der Frage nachgehen, was denn passiert, wenn wir zwei bewegte Ladungen aufeinander einwirken lassen. Und wie letztes Mal lassen wir die Ladungen nicht frei herumsausen, sondern wir nehmen Drähte her. Wir haben hier einen Draht, das ist der Draht Nummer 1. Und dann nehmen wir einen anderen Draht hier daneben. Das wäre der Draht Nummer 2. Und wir wollen uns anschauen, wenn jetzt durch beide Drähte ein Strom fließt, also durch den Draht Nummer 1 soll ein Strom hier in diese Richtung fließen, ein Strom I1, und durch den Draht Nummer 2 soll auch ein Strom fließen, und zwar in derselben Richtung. Nicht unbedingt dieselbe Stromstärke, nennen wir das mal hier 2. Ja, und als erstes können wir uns mal anschauen, welche Kraft dieser Draht Nummer 1 auf diesen Draht Nummer 2 hier ausübt. Das Feld dieses Drahtes Nummer 1 waren hier solche Ringe, solche kreisförmigen Ringe. Und die Richtung dieser Ringe war gegeben durch diese rechte Handregel. Das heißt, wir sagen, unser Daumen zeigt in Richtung des Stromflusses und die Finger zeigen dann die Finger, so wenn das hier der Handrücken ist, hier ist der Daumen und hier sind die Finger, und die Finger zeigen dann in Richtung der Feldlinien. Das heißt, hier würden die also so gegen den Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn würden diese Feldlinien hier um diesen Draht Nummer 1 herumlaufen. Gegen den Uhrzeigersinn heißt, dass diese Feldlinien hier in der Nähe des Drahtes 2 in die Bildschirmebene hineinlaufen. Die kämen also hier von vorne in diese Bildschirmebene, würden die hineinlaufen. Also so sähe das aus. Das magnetische Feld an der Stelle des Drahtes 2 zeigt in die Bildschirmebene hinein. Und das, was wir uns jetzt überlegen müssen, ist eigentlich, was bedeutet das für den Draht 2? In welche Richtung würde der Draht 2 jetzt abgelenkt werden? Die Kraft, die hier auf den Draht 2 ausgeübt wird, durch den Draht 1, diese Kraft ist gerade ja der Stromfluss durch den Draht 2, I2, mal dem Richtungsvektor des Drahtes 2, also das wäre hier L2, kreuz dem magnetischen Feld am Ort des Drahtes 2. Und das ist das magnetische Feld des Drahtes 1. Also nennen wir das hier B1. Das ist das magnetische Feld, was vom Draht 1 erzeugt wird, aber am Ort des Drahtes 2. Das ist das, was wir hier einsetzen müssen. Und dieser Richtungsvektor, wir summieren die Kraft, die von hier bis hier wirkt. Nur diese Kraft wollen wir anschauen. Und das ist dieser Vektor L2. Und die Richtung des Vektors L2 ist gerade die Richtung des Drahtes. Das heißt, der Vektor würde hier von hier unten, würde der bis hier oben gehen. Das ist der Vektor L2. Ja, und das Feld B1, das ist gerade das Feld, was wir hier schon eingemalt haben. Und wie wir sehen, steht das Feld wieder senkrecht auf dem Vektor L2. L2 liegt ja in der Bildschirmebene. Das Feld hier steht senkrecht auf der Bildschirmebene. Der Zwischenwinkel zwischen L2 und B1 ist 90 Grad. Wir brauchen uns also um diesen Sinus keinen Gedanken machen. Wir können, wenn wir den Betrag haben wollen, einfach die Beträge dieser Größen hier miteinander multiplizieren. Also der Betrag der Kraft hier auf diesen Draht ist gerade I2 mal L2 mal die Stärke des Feldes . Ja, aber bevor wir das jetzt einsetzen, bevor wir da also wirklich Mathematik treiben, vielleicht erstmal die Richtung anschauen. In welche Richtung würde denn dieser Draht hier abgelenkt? Und das machen wir wieder mit der rechten Handregel. Und zwar der anderen rechten Handregel, also nicht der hier, sondern wir wollen ja wissen, in welche Richtung zeigt dieses Kreuzprodukt. Und dazu müssen wir den Zeigefinger in Richtung L2 halten, den
Mittelfinger in Richtung des Magnetfeldes und der Daumen zeigt uns dann die Richtung der Kraftwirkung. Also tun wir das mal. Der Zeigefinger in Richtung L2, der Mittelfinger in Richtung des magnetischen Feldes, das heißt, der zeigt sozusagen in diese Bildschirmebene hinein. Das kann man jetzt nicht zeichnen, aber es ist so gemeint, dass der jetzt hier in die Bildschirmebene hinein zeigt. Und der Daumen zeigt uns die Richtung. Der Daumen zeigt natürlich jetzt hier ganz natürlich auf diese Seite, zeigt er. Das heißt, der Draht 2 wird hier in Richtung des anderen Drahtes hin abgelenkt. Und jetzt können wir dieselbe Übung für den Draht 1 machen. Dann müssen wir erstmal das magnetische Feld in der Umgebung des Drahtes 1 aufmalen und das wäre das magnetische Feld des Drahtes 2. Jetzt, da fließt ja der Strom in dieselbe Richtung wie hier, da gilt also dieselbe rechte Handregel. Das heißt, die Feldlinien kommen hier aus der Bildschirmebene heraus. Das ist also genau andersrum da drüben, denn wir sind ja auch auf der anderen Seite des Drahtes. Also hier kommen die Feldlinien dieses Drahtes 2, diese Feldlinien kommen hier aus der Bildschirmebene heraus auf uns zu. Und dementsprechend sieht dann auch meine Regel hier, meine rechte Handregel, anders aus. Da muss ich nämlich dann den Zeigefinger, den halte ich wieder nach oben. Das ist dasselbe wie vorher. Aber den Mittelfinger, den muss ich jetzt auch in Richtung unserer Augen halten. Also der kommt hier, soll jetzt hier die Spitze des Fingers, die zeigt auf uns. Meine Finger interessieren mich nicht. So, und diesmal sehe ich halt die, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich tatsächlich hier die linke Hand gezeichnet. Das ist natürlich Unsinn. Die rechte Handregel gilt nur für die rechte Hand. Das heißt, vergesst das. Ich nehme das mal weg. Ich probiere das nochmal. Also nochmal, Zeigefinger, das soll jetzt meine rechte Hand sein. Also der Zeigefinger zeigt nach oben. Der Mittelfinger, der soll in die Richtung dieses Feldes hier zeigen. Das heißt, ich muss meine Hand umdrehen. Das heißt, ich muss also die Handfläche nach oben halten. Das heißt, der Mittelfinger ist natürlich dann auf dieser Seite. Hier, so sieht das aus. Hier ist der Mittelfinger und die Spitze des Mittelfingers zeigt auf uns. Die anderen zwei Finger sind hier, so. Und der Daumen zeigt mir dann die Richtung der Kraft an und die Kraft geht halt dann in dem Fall auch in diese Richtung. Das heißt, dieser Draht wird dann in diese Richtung abgelenkt, also auch auf den anderen Draht hin abgelenkt, was eigentlich schon zu erwarten war. Also das Ganze wieder symmetrisch, der Strom fließt in die gleiche Richtung, die beiden Drähte werden sich gegenseitig anziehen. Nur die Kraft muss jetzt nicht unbedingt dieselbe Kraft sein, wie die da drüben herrscht. Die Kraft, die auf der linken Seite, diese Kraft hier links, ist dann eigentlich gegeben durch die Stromstärke I1. Durch diesen Draht fließt der I1 mal der Länge, dem Richtungsvektor des Drahtes 1, also das wäre der Vektor L1. Den können wir uns wieder so denken, wenn wir das jetzt hier möglichst symmetrisch machen würden, können wir ja durchaus dieselbe Länge nehmen, von hier bis hier. Also der Vektor L1, das ginge von hier, hier wäre das L1, ginge bis hier nach oben. Und dann hätten wir also diesen L1 mal dem Magnetfeld, ja an der Stelle, dem Magnetfeld des Drahtes 2 an der Stelle des Drahtes 1. Also das wäre das Magnetfeld des Drahtes 2, was hier wirken würde. In der Formel sieht das hier ein bisschen anders aus, aber wenn wir uns erinnern, der Betrag dieses magnetischen Feldes B1, da steckt dann auch die Stromstärke I1 mit drin. Im Betrag dieses Feldes B2 steckt die Stromstärke I2 drin. Also letztlich haben wir also für die Kraft immer ein Produkt zwischen I1 und I2, sowohl hier als auch hier. Also wir könnten schon vermuten, dass wieder mal die beiden Kräfte miteinander gleich sind. Das heißt, die Kraft, die diesen Draht hier rüberzieht, das ist genauso groß wie die Kraft, die diesen Draht hier rüberziehen wird. Das ist die Vermutung und im nächsten Video werden wir mal die Zahlen einsetzen und sehen, ob sich das tatsächlich bestätigt.